Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel, und wir sind hier bei einem neuen Projekt Mario Party Island Tour für den 3DS im Jahr 2013, 2014 entwickelt, wahrscheinlich rausgekommen, wahrscheinlich heute am 17.01., wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich meine mathematischen Fähigkeiten da richtig einsetze. Und ja, wir sehen jetzt wahrscheinlich noch kurz den kompletten Bildschirm, damit ihr auch das Menü seht. Wir sind also bei Mario Party Island Tour. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich den unteren Bildschirm brauche. Zunächst kann man erstmal sagen, dass ich überhaupt gar nichts weiß. Ich bin tatsächlich überhaupt gar nicht gespoilert von diesem Projekt. Ich weiß nichts. Ich habe einen Trailer gesehen, glaube ich. So eine Werbung. Aber ich weiß nichts. Ich weiß wirklich überhaupt gar nichts. Jetzt fängt hier die Demo an, die wollen wir eigentlich nicht sehen. Oh, sieht das cool aus. Naja, das ist eventuell Story oder so, ich weiß es nicht. Gut, wir haben den Einzelspieler und den Mehrspieler. Der Mehrspieler ist leider nicht möglich online, das ist ein bisschen doof. Ist aber auch das Einzige, was jetzt so auf den ersten Blick ein bisschen blöd an diesem Spiel ist. Ansonsten, man muss es echt loben. Es ist der Wahnsinn, wirklich, es ist der Wahnsinn. Es kostet nur 35 Euro, also es ist vielleicht für ein 3D-Spiel normal, aber ich finde es tatsächlich, 35 Euro ist jetzt echt preiswert. Wir sind hier im Hauptmenü. Willkommen, mein Name ist Toad und ich werde dir auf deiner ganz persönlichen Inseltour hilfreich zur Seite stehen. Das ist sehr nett. Auf der Partyinsel findest du neben einzigartigen Brettspielen auch zahlreiche Minispiele. Ja, 10 bis 60 Minuten. Minispiele. Ja, also wir werden dann wahrscheinlich die Party spielen. Machen wir einfach die 7 exklusiven Spielbretter, die es hier gibt. Spielzeit 10 bis 60 Minuten. Das ist jetzt relativ, ja, offen gefasst. Ja, es ist eine relativ große Spanne. Ich meine, wonach richtet sich das? Keine Ahnung. Bowsers Turmturnier. Kämpfe dich in einem unheimlichen Turm bis nach ganz oben. Ich würde einfach mal sagen, ich weiß nicht, was es ist, das hört sich aber ganz cool an. Das machen wir eventuell dann auch noch. Und ansonsten werden wir die Minispiele dann einfach in den Partys erleben. Da werde ich hier wahrscheinlich nicht extra in den Spielmodus gehen. Und Sammlung ist mir auch relativ egal. Und die Streetpass-Minispiele benötige ich, denke ich mal, auch nicht. Gut, dann gehen wir, fangen wir auch direkt an mit einer Party. Ja, wir wollen ja hier Mario Party spielen. Sind das die sieben? Achso, das sind die sieben Karten. Ja, ich würde sagen. Ach so, die Karten sind unterschiedlich lang. Oh, hier ist eine 10 bis 20 Minuten Karte. Ach so, okay. Gut, und eine ist noch verdeckt. Das werden wir dann einfach. Ah, und es gibt hier. Ach, und die Karten sind unterteilt in Glück, Geschick und Minispiele. Das ist ja interessant. Die haben also verschiedene Werte und es gibt halt Maps, wo es mehr auf das Glück drauf ankommt und Maps, wo es mehr auf das Geschehen. Ja, das ist interessant. Wir fangen mit dem Item-Imperium an. Erreiche so schnell wie möglich das Schloss. Auf dem Weg dorthin findest du viele nützliche Items. Das werden wir einfach mal tun. Ich spiele generell immer, mit seinem Mii kann man nicht spielen. Boah, das wäre natürlich schon ziemlich cool, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen, naja, nicht möglich. Das hier sieht aus wie Bowser Jr. Würde ich einfach mal ganz vage in den Raum stellen. Ich spiele in der Regel Mario Party immer mit Mario, sofern ich ihn denn auswählen kann, weil ich mag das einfach. Ich weiß auch nicht. Einstellungen ändern. Gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Spielerzahl, kommen Charaktere, Auswahl. Achso, die kann ich dann auch nochmal selber auswählen. Dann würde ich sagen, nehmen wir heute einfach mal im Item-Imperium. Ja, wir bleiben mal bei Nimble Luigi, Todd und Peach. Machen wir einfach mal eine höfliche Runde, ohne böse Mini, ohne böse Leute. Die, oh, stark, extrem meisterlich. Ja, wenn schon, also wenn es so viele Schwierigkeitsstufen gibt, dann werde ich auf jeden Fall schon mal auf stark stellen. Und vielleicht stellen wir einen auch schon auf extrem. Ja, wir machen Todd mal auf extrem. Einfach mal, um zu gucken, wie es ist. Wenn wir verlieren, ist es ja jetzt im Prinzip auch nicht das Allerschlimmste. Naja, gucken wir einfach mal.
Ja, was soll ich jetzt hier gegen normal spielen? Das ist ja auch langweilig. Probiere ich erstmal stark und extrem aus. Meisterlich ist wahrscheinlich richtig hart und von daher lassen wir das erstmal. Gut, wir gehen in den Spielemodus. Ich bin gerade selber ein wenig überrascht. Beziehungsweise ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich ja auch den unteren Bildschirm eventuell brauche. Aber das gucken wir mal. Ihr seht den unteren Bildschirm jetzt noch. Das sieht aus wie eine kleine Karte. Von daher ist das alles relativ easy. Willkommen im Item-Imperium. Dein Ziel ist das Schloss. Setze Bonuswürfel und Items geschickt ein, um als erster im Ziel zu sein und um zu gewinnen. Okay, ich würde sagen, wir spielen einfach. Gut, zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge. Ich bin Erster. Ich spiele am liebsten als Zweiter. Fragt mich nicht warum, ich bin am liebsten als Zweiter in der Reihe. Damit steht die Reihenfolge fest. Mario macht den ersten Spielzug. Mario muss auch gleich niesen. Todd macht den zweiten Spielzug. Yes. Luigi macht den dritten Spielzug. Und den vierten Spielzug macht Peach. Jetzt geht die Party los. Ja, das war jetzt eine relativ lange Einleitung, ne? Aber es geht jetzt los. Ja, das freut mich. Sehr gut. Weiter Felder. Von diesem Feld aus darfst du 4 Felder vorrücken. Achso, hier können wir uns die Felder angucken. Quasi. Itemfeld. Da erhalte ich ein Item. Oh, die Piranha-Pflanze ist nicht so gut. Ja gut, das werden wir schon alles erfahren. Der Würfel geht nur bis 6, oder wie? Von 1 bis 6. BTF. Ach so, ich muss den... man muss den würfeln. Ja, super, eine 1. Aber ich darf hier nach vorne gehen. Ja, das ist sehr gut. Bonuszug. Ja, eine 1 ist ja hier fast das Beste. Ich meine, da ist ja nur eine 6 besser. Ja, von daher... Von daher ist das ja ganz in Ordnung. Wobei eine 5 halt auch relativ... Na, ist auch egal. Man muss den Würfel vom unteren Bildschirm in den oberen Bildschirm werfen. Ja, sehr schön. Ich hätte ganz gerne einfach einen Knopf gedrückt, aber das kriege ich schon hin. Ich habe nur gerade... Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Der würfelt der Tod auch noch eine 6 und kriegt ein Item. Das ist ein bisschen gemein. Mario Party Island Tour, ja. Es ist das neue Mario Party für den 3DS. Ich frage mich, ob das hier wieder der klassische Modus ist, sprich nachdem jeder gewürfelt hat, kommt ein Minispiel? Schätze ich mal. Muss ich das immer wegdrücken für die Computergegner? Nee, oder? Geht aber alles ein bisschen langsam. Er würfelt erstmal, schmeißt den Würfel erstmal komplett auf sich. Die würfeln alle relativ hoch, das gefällt mir nicht so sehr. An und für sich sieht die Map gar nicht so groß aus, aber ich weiß auch nicht, was das da alles bedeuten soll. Also, naja, wir werden dann schon sehen, wo wir ankommen. Ja, super. Da bin ich mit meiner 5 auch noch am schlechtesten platziert. Und die beiden ersten haben auch noch ein Item bekommen. Das ist ein bisschen traurig. Ein Blitz? Das ist ja voll gemein. Der Blitz ist, glaube ich, ein neues Item, oder? Das weiß ich auch nicht, weil es gibt auch kein Handbuch in dem Spiel. Von daher, so, ja, man hat überhaupt gar keine Informationen. Ab jetzt wird zu Beginn jeder Runde ein Minispiel ausgetragen. Ja, sehr gut. Minispiel und Bonuswürfel. Das erinnert mich an hier wie Party U und wie Party, aber ist ja auch egal. Die Platzierung in diesem Minispiel entscheidet über die Verteilung der Bonuswürfel. Der Sieger erhält einen Bonuswürfel, der es ihm ermöglicht, bis zu 12 weiter Felder vorzurücken. Welches Minispiel nun gespielt wird, entscheidet das Minispiel-Roulette. So, das sind also alles neue Minispiele, also über 80 Stück stand hier drauf. Ah ne, 80. 80 brandneue Minispiele. Das ist schon mal eine richtige Menge. Das nächste Minispiel heißt Perlensuche. Okay, alles klar. Unten steht die Bewegung, also unten steht nur die Steuerung. Das kann ich euch ja dann kurz erzählen. Das muss ich nicht extra einblenden. Mit dem Sensorpad bewege ich mich und mit A kann ich eine Muschel auswählen. Versuche eine Muschel zu finden, die möglichst viele Perlen enthält. Okay. Üben werden wir natürlich nicht, aber da war auch nochmal die Steuerung kurz eingeblendet. Warum steht jetzt Demo? Ich habe doch nicht B... Ach so. Ist das einfach nur ein pures Glücksspiel?
Ja. Ich will keine Demo, ich will spielen. Ach, man kann. Man hat mehrere Versuche. Warum haben dann Muscheln gewackelt? Ich weiß es nicht. Boah, ich habe 3 Perlen. Das fängt schon mal sehr gut an. Okay, das ist also im Prinzip eigentlich nur ein Glücksspiel, oder? Ich hatte gerade so eine große, ich nehme jetzt mal eine etwas kleinere. Oh, schade. Scheiße. Gut, damit steht es aber immer noch 3:3:3:2. Damit ist auf jeden Fall noch alles drin. Warum habe ich die grüne genommen? Oh nein, die haben beide... Ja, jetzt wird's schwer. Wir brauchen eine plus 3 und ja, das ist ja schon fast unmöglich. Das kann nicht sein, dass immer in den Großen das drin ist. Wie die einfach die ganze Zeit eine plus 3 kriegen. Ich bin immer nicht letzter, aber ich krieg dafür nichts. Ach, und bei einem Unentschieden wird auch um die Entscheidung gewürfelt. Ja, das ist im Prinzip wie Wii Party U. Habe ich selber nicht gespielt, habe ich aber gesehen. Die Platzierungen stehen fest. Ach, und weil ich... Ach so, die Plätze sind ja auch wichtig. Also, dass ich Dritter geworden bin, bringt mir immerhin den Bronzenen. Und womit würfelt Luigi jetzt? Darf der gar nicht würfeln? Scheiße. Okay. Peach hat gewonnen und bekommt dafür einen Goldwürfel mit den Zahlen 1 bis 6. Okay. Todd erhält für seinen zweiten Platz einen Silberwürfel mit den Zahlen 1 bis 3. Ja, ich bekomme Würfel mit den Zahlen 1 und 2. Und Luigi geht leer aus. Muss ich den jetzt einsetzen oder kann ich den jetzt einsetzen? Ach so, ich würfel ganz normal und habe immer jetzt einen zusätzlichen Würfel. Ja, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Oh nein. Die Piranha-Pflanze wird dich zurückwerfen. Wie weit? Wer weiß das schon. Ja, so weit geht's ja nicht. Natürlich! Natürlich! Och nö! Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Start in die Party. Oh, kacke. Jetzt sind wir mega weit hinten. Ich meine, jetzt Todd und Peach dürfen auch noch mit einem... Oh nein. Ja gut, erst... Ja. Zeit für eine kleine Prüfung. Oh je, ein Steinblock versperrt den Weg. Drücke einen Knopf. Entscheidest du dich falsch, kannst du in diesem Zug die Brücke nicht passieren. Ja, hoffentlich bleibt er hängen. Es wäre sehr von Bedeutung. Das sieht, Och ne, jetzt hat er auch noch Glück gehabt. Glückwunsch, Toad. Gleich beim ersten Versuch richtig zu raten gelingt nicht jedem. Ja, mir zum Beispiel. Du siehst doch sicher den Hügel, der etwa auf der Hälfte des Weges liegt. Hä? Wo ist denn da ein Hügel? Am Fuße dieses Hügels liegt die gefährliche Bowser Zone, die Bowser gehässigerweise mit Lava gefüllt hat. Wenn dir ein Besuch der Bowser Zone erspart bleibt, sei froh. Das ist nämlich alles andere als ein Sonntagsausflug. Ja, gut, dass er das nochmal erzählt hat. Jetzt muss aber nicht jeder die Brücke da, ne? Muss jetzt jeder... Ne, die Brücke ist jetzt unten, das heißt für jeden frei. Ne, das ist echt wie Mario Party U. Wie Party. Tatsächlich. Genau gleich. Naja. Das soll uns nicht stören. Dafür sind die Minispiele wahrscheinlich besser. Du bekommst ein Item geschenkt. Setze es mit Bedacht ein. Yes. Yes. Luigi hält einen Turbopilz. Okay. Warum habe ich keinen Turbopilz? Warum bin ich ganz hinten? Das ist doch voll unfair. Ich habe doch gesagt, ich will nicht als Erster würfeln. Hätte ich nicht als Erster gewürfelt, hätte ich aus... Boah, eine 10. Übertreib doch mal, Peach. Wie soll ich das denn noch jemals in meinem Leben aufholen? Gegen mich, gegen mich, gegen mich. Okay, oh mein... Ja, gegen mich. In welcher Reihenfolge ihr euch... Ach so. Boah, ich will so einen Kugelwilli. Oder einen Goldpilz. Boah, will ich einen Goldpilz oder einen Kugelwilli? Ich weiß es nicht. Was macht denn der Kugelwilli? Das nächste Minispiel heißt Gumba-Polonaise. Hol den ersten Platz. Ja, ich werde es versuchen.
Bringe so viele Gummis wie möglich ins Ziel und pass auf, dass du dabei keine Dornblumen berührst. Das wäre lustig. Okay, verwende einfach nur den Stick da oben. Ich werde mein Bestes versuchen. Okay. Was ist daran schwierig? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ach so. Ja, okay. Ich glaube, mir ist bewusst, dass das daran schwierig ist. Wow. Oh, 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 nein, 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 nein. Jetzt bin ich von der Dorne gelaufen. Das ist voll schwierig. Scheiße. Ich hätte vielleicht doch die Computergegner auf easy stellen sollen. Es geht ja nicht darum, wer wann ins Ziel kommt, oder? Ja, ich habe einen scheiß Weg ausgesucht, glaube ich. Oh nein, ey. Es ist doch egal, wann ich ins Ziel komme. Es geht nur um die Goombas. Oh, jetzt habe ich gleich dann mit Luigi. Die haben nur einen mehr. Also so schlecht war ich jetzt auch nicht. Dafür, dass Todd auf extrem ist. Aber oh, das war echt eine scheiß Stelle, wo ich die alle verloren habe. Ein Unentschieden. Sieht so aus, jetzt müssen wir um die Entscheidung würfeln. Oh, komm, lieber Gott. Ich wollte... No! Ich habe mir gedacht... Oh, fickt euch ins Knie, wirklich. Wirklich. Halt die Fresse, Peach. Das hat die schon wieder gewonnen. Jetzt nimmt die sich den Goldpilz. Och, das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Peach hat gewonnen und darf sich deshalb zuerst ein Item aussuchen. Ja, Glückwunsch. Um 5. Oh, scheiße, ey. Und die hat auch noch den Blitz. Die kann also den nächsten Verfolger auch noch voll dissen. Das ist richtig stark. Ja, komm, jetzt kriegt ihr halt den Kugelwilli. Was macht denn der Kugelwilli? Rückstoß, Kugelwilli. Schickt einen Rivalen 5 Felder zurück. Bist du bekloppt? Alter. Wenn man zu viert spielt, ne, jetzt mal ohne Spaß. Wenn man zu viert spielt und dann haben irgendwie 2 oder 3 Leute so einen Kugelwilli, da kannst du einmal die halbe Map zurückschicken. Minispiel und Bonuswürfel. So, jetzt muss ich hier mal was reißen. Bestreite ein Minispiel, um einen Bonuswürfel zu gewinnen. Ja. Ohne Eis kein Preis, ist ja ein cooles Spiel. Ah, voll der lustige Name. Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Eis, ja. System nach... Oh nein. Okay. Wir müssen jetzt... Ich muss jetzt das System neigen. Das wird natürlich jetzt interessant. Ich hoffe, dass alle Kabel dranbleiben. Ach du Scheiße, ey. Aber sieht relativ breit... Ja, okay, doch nicht. Hilfe! Hilfe, hör auf! Ja, ich... Oh. Ach du Scheiße. Ich hoffe... Oh, leichte Linkstendenz. Muss ich als erstes im Ziel sein? Kann man hier als erstes im Ziel sein? Natürlich nicht so große Kurven fahren. Wo ist wieder immer schneller? Ah, nein! Nein, 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 nein. Oh, das ist voll schwierig. Ich bin nicht letzter geworden. Scheiße, ich hätte gar nicht... Mann. Das ist... Oh, ich hätte gar nicht so weit kommen müssen. Boah, das Spiel war richtig cool. Aber es ist ein bisschen schwierig mit dem Neigen, weil ich gucke ja auch nicht auf den 3DS. Es ist eventuell ein bisschen einfacher, wenn man auf den 3DS guckt. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil... Ja, weil man dann so ein bisschen mehr Feeling hat eventuell. Ich habe jetzt auf dem... Ja, okay. Egal. Wir sind Dritter geworden, wir müssen jetzt erstmal hier vorwärts. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt würfel ich wieder eine 3. Guck mal, ich bin noch... Oh. Die waren nach der ersten Runde alle weiter wie ich. Jetzt bin. Das ist doch nicht... Das kann doch nicht deren Ernst sein. Oh, scheiße, ey. Ja. Ja, sauber, Todd. Das ist eine richtig gute Entscheidung. Was eine doofe Einblendung. Oh. Sie hätte auch vor dem Kugelwilli weglaufen können oder so. Ist natürlich ziemlich hinterlistig, ne? Jetzt hat er schon den Goldwürfel und dann macht er auch noch so eine Aktion. Da hoffe ich natürlich, dass Luigi reagiert. Ja? Der kommt auf ein +5. Ach du Scheiße.
Ja, Luigi, ich denke, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du eventuell auch deinen Kugelwilli opfern solltest. Nur so ein Tipp. Oh, Luigi, was machst du denn? Guck mal, wo Todd ist. Die würfeln auch alle so hohe Zahlen. Also eine 3 ist für mich schon echt unfassbar. Ja, das. Ach, da oben steht sogar noch 41 Felder. Glück gehabt. Ab in die Kanone mit dir und guten Flug. Jetzt ist er auch noch Erster. Und der hat einen Kugelwilli. Oh, der ist jetzt bei Todd. Boah, die haben schon fast die Hälfte von der Map. Ach du Scheiße. Ah, ja. Sauber Peach. Wobei das jetzt natürlich ein bisschen. Ja. Ja, da wollte sie sich revanchieren. Das kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Ne? Das war nicht. Es war kein cooler Zug von Todd. Vor allen Dingen mit dem Goldwürfel in der Rückhand. Auf der anderen Seite ist halt das Problem, Luigi ist auch da vorne. Ne, jetzt ist Todd zwar ein bisschen gehandicapt, aber wenn Todd gleich sowieso nur eine 3 gewürfelt hätte und Luigi gleich eine 10 hinlegt oder so, dann haben wir ein Problem. Deswegen hätte ich da eventuell noch ein bisschen gewartet, aber naja. Bestreite dein Minispiel, um einen Bonuswürfel zu gewinnen. So, diesmal hoffe ich. Spukmetze im Spotlight. Okay. System bewegen, wieder System bewegen. Je länger du einen Spuckmatz im Lichtkegel deiner Lampe halten kannst, desto mehr Punkte gibt es. Drücke unten, um den Girosender neu zu. Inkorrekt. Lege bitte das System für kurze Zeit auf einer ebenen Fläche ab. Okay, das wollen wir aber nicht. Mein System ist richtig kalibriert. Ach du Scheiße, ey. Je länger wir, wie hieß das? Je länger wir drauf sind, desto mehr Punkte kriegen wir, ne? Irgendwie so. Ah, okay, wunderbar. Ja, das sollte man. Das in der Demo sah das so einfach aus, ne? Und wenn du jetzt gleich das Ding steuerst, dann. Ja, ja. Oh. Scheiße. Scheiße. Das ist vielleicht doch nicht richtig kalibriert. Ich halte mein 3, der ist gerade so scheiße. Ach du Kacke, das ist geradeaus bei mir gerade. Das geht nicht weiter, es geht nicht. Ende. So gemein. Das ging nicht. Mein System war nicht richtig kalibriert. Oh, das ist das mit dem. Das war abzusehen, dass es solche Spiele gibt. Ne, ganz klar. Das war abzusehen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, das war. Ja, das eine Kabel ist halt so ein bisschen störend. Das hier. Ja, das müsste ich hier mal hinter vorholen. Das habe ich hinter meine Tastatur geklemmt, so ein bisschen. Ah, zu viele Kabel. Zu viele Kabel, ich sag's euch. Jetzt. Oh. Irgendwas sagt mir, dass du was Tolles bekommst, wenn du jetzt auf ein Itemfeld landest, Mario. Ja, jetzt sag mir das noch. Oh. Jetzt sagt er mir sowas und dann. Lande ich eh nicht drauf. Ist doch gemein alles. So, ja, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Ja. Es wird dann nichts mit mir passiert, ey. Das ist der Wahnsinn. Müssen die nicht nach Bowser irgendwie? Schick die mal nach Bowser. Ein Minispiel machen wir noch, denke ich mal. Und dann machen wir im nächsten Part wahrscheinlich schon das Ende von der ersten Karte. Wenn der -3-Blitz einschlägt, wird die Würfel. Ja, das wissen wir doch. So, dann würfel mal, Todd. Ha! Er hat eine 0. Der Noob. Ah, Todd. Ja. Damit ist er weit gekommen. Das Problem ist, Luigi, hat der jetzt den Goldwürfel? Hat er. Weißt du, genau das meine ich. Jetzt hat der den Goldwürfel. Oh. Ja. Da, zack. Todd hätte eine 3 gewürfelt. Oder so. Zeit für eine kleine Prüfung. Hoffentlich verkackt er. Hoffentlich verkackt er. Eine Weggabelung. Auf welcher der beiden Routen du deinen Weg fortsetzt, entscheidet der Zufall. Ha! Die linke Route ist sicher. Rechts entlang geht es durch die gefürchtete Bowser Zone. Mal sehen, welchen Weg das Schicksal wählt. Jawoll! Das ist unsere Chance!
sauber. Hoffentlich passiert ihm irgendwas Schlimmes. Ja, das würde ich dir auch empfehlen. Nicht ganz so viel Zeit zu verlieren, Luigi. Aber warum er jetzt Zweiter ist? Todd ist jetzt auf 1, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Das bedeutet... Ja, okay. Die setzt den Goldpilz ein. Oh, das geht doch nicht. Jetzt hat sie den Silberwürfel und plus 5. Jetzt hat sie eine 11. Ey, da könntest du ja theoretisch eine 17 würfeln, wenn du jetzt... Weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt den Goldwürfel hast, zwei Sechsen würfelst und dann die 5 dazu, hast du ja eine 17. Das ist ja krass. Ha, sie muss auch noch Bowser. Das ist ja der Wahnsinn. Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass Todd darf. Und wenn alles gut läuft und Todd nicht zu Bowser muss, dann haut Luigi Todd den Kugelwilli auf den Kopf. Das wäre natürlich super klasse. Hey, die Hälfte ist geschafft. Eine echt respektable Leistung. Ja, wir sind schon bei der Hälfte. Wahnsinn. Werfen wir doch mal einen Blick auf die momentane Platzierung. Ich bin Letzter. Noch. Das hat nichts zu bedeuten. Und nicht vergessen, um zu gewinnen, müsst ihr eure Items klug einsetzen. Noch ist nichts entschieden. Dann lasst mal sehen, was ihr noch so alles drauf habt. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Das ist richtig. Und weil ich es immer voll doof finde, wenn man vor einem Minispiel aufhört, mache ich das Ganze jetzt anders, sondern ich höre nach dem Minispiel auf und dann fangen wir im nächsten Part mit dem Würfeln wieder an. Bestreite ein Minispiel, um einen Bonuswürfel zu gewinnen. Welches Minispiel? Ja, das wissen wir doch. Ruckzuck! Kennt ihr das? So. Gewand übers Band. Ist das ein Jump'n'Run? Hoffentlich, ja, das ist wahrscheinlich nichts mit Giro-Sensor. Bewegen und springen. Springe von Plattform zu Plattform und versuche das Ziel zuerst zu erreichen. Wenn du abstürzt, ist das Spiel für dich vorbei. Alles klar. Bewegen, springen. Verwende die Knöpfe. Alles klar. Werde ich machen. Boah, der hat aber einen weiten Sprung. Ha, Vollidiot. Ist der schlecht. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Boah. Das ist echt ein weiter Sprung. Zählt hier auch die Zeit. Nein, nein! Ich bin so dumm! Ah, Louis, warum ist der Dritter? Der ist doch genau da runtergefallen. Och, ich bin runtergelaufen. Die waren so schnell, das war voll komisch. Warum ist der Dritter? Wir sind genau gleich runtergefallen. Weil ich halt Oh, Mann. Das war dumm. Ja, man muss auch erstmal üben. Ne, wenn das Spiel nochmal drankommt, dann bin ich besser. Ich bin immer so ein bisschen... Ich brauche immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Scheiße. Naja. Ich bin dran. Ich werde jetzt auch weiterspielen, denn es macht mir gerade schon ziemlich Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch am liebsten auch da wieder ein. Tschüss und bis dann. Das war's. Euer Cornel. Tschüss.